Einen wunderschönen guten Morgen aus dem herrlichen Sonnenlangen. Mein Name ist Matthias Eising und ich darf euch heute Morgen alle begrüßen zu einer, ja, ich sag mal, halbstündigen Tipps und Tricks Session rund um iOS-Entwicklung mit Delphi XE5. Zwecks dessen sollten Sie meinen Bildschirm sehen. Für alle die, die meinen Bildschirm sehen und mich hören können, würde ich einfach mal bitten, dass Sie die Hand heben. Wir nutzen nämlich an der Stelle GoToWebinar. GoToWebinar bietet die Möglichkeit an, die Hand zu heben. Ja, Peter Pollock, Joachim Dürr, Christian Grey und so weiter und so fort haben schon alle die Hand gehoben. Vielen herzlichen Dank. Ich setze sie alle mal wieder runter. Ich sagte alle wieder runter. Und Audio gut, Bildschirm gut, Wetter gut, dann können wir im Prinzip auch schon loslegen. Die Session wird soweit aufgezeichnet. Worum soll es heute gehen? Soll nicht um 75 Folien gehen, sondern ich möchte im Prinzip alles erstmal so weit live zeigen. Was brauche ich im Prinzip für meine Entwicklung? Was brauche ich für den Einstieg? Wie weit kann ich mit iOS gehen, wenn ich kein Apple Developer Community oder Apple Developer Community-Account habe, was kann ich machen, was brauche ich überhaupt, wie setze ich das ein, wie kriege ich im Prinzip meine erste iOS-Anwendung darauf. Für alle die, die einen MacBook einsetzen oder ganz allgemein einen Mac einsetzen und hier an der Stelle auch noch eine Virtualisierungslösung einsetzen, so wie ich das dann heute auch mache und auch zeigen werde, vielleicht noch den einen oder anderen Tipp und Trick. Gerade was die Kombination mit dem Netzwerk unter VMware Fusion betrifft. Gut, man hört mich, viele Leute sind da, auch Damen dabei, freut mich immer wiederum zu sehen. Handzeichen setze ich alle nochmal nach unten. Ab jetzt sind Handzeichen wirklich intervenierend, wie man so schön sagt. Also ich werde darauf reagieren. Jetzt habe ich sie erstmal soweit runtergesetzt. Ton ist da, alles soweit gut. Fangen wir einfach mit dem Trivialsten in Anführungszeichen an. Wir brauchen natürlich irgendwo erstmal ein Red Studio. Red Studio selber, auch für die iOS-Entwicklung, läuft nur und ausschließlich unter Windows. Wir haben Stand hier und heute auch nicht vor, Red Studio auf andere Plattformen zu portieren. Also es wird und es ist in erster Linie eine reine Windows-Entwicklungsumgebung, die natürlich durch die zugrunde liegenden Cross-Compiler hier schon einiges für andere Plattformen zur Verfügung stellen kann. iOS, Mac Desktop oder aber auch Android, natürlich Windows 32-Bit, 64-Bit, das ist alles mit integriert. Hier nutze ich erstmal ein Standard-Windows-System, wie man es nutzen sollte. Pferdefuß bei der ganzen Sache. Für das Red Studio XE5 unterstützen wir nicht mehr Windows XP. Also man braucht ein etwas moderneres Betriebssystem. Windows Vista würde auch noch gehen, aber das will sich wahrscheinlich keiner freiwillig antun. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo auf Windows 7 oder Windows 8 Lizenzen zurückzugreifen, braucht man also an der Stelle erstmal ein Windows-System. Ich habe hier ein Windows 8, sogar ein Windows 8.1. Ich muss mittlerweile sagen, ich bin recht zufrieden mit dem System. Also trotz aller Unkenrufe, wie schlecht das System doch sein soll, ich bin recht zufrieden damit. Also man kann damit auch arbeiten. Es gibt so einen stilisierten Startknopf wieder, wo man halt eben auch so ein paar Dinge findet, die man sonst nur relativ schwer gefunden hätte. Hier habe ich ganz normal in meinem Dateisystem mein Windows installiert. Das sind 64-Bit Windows und natürlich darüber hinaus unter Embarcadero Red Studio 12.0 die entsprechende Installation. Das klingt sich natürlich auch ins Startmenü ein, ins Startmenü, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe eine ganz normale Programmgruppe, habe hier auch das Red Studio XE5, was ich dann auch hier letztendlich einfach mal mit hineingesetzt habe. Für alle die, die es interessiert, innerhalb des Red Studio XE5 haben wir die Hilfe sehr stark erweitert, sehr stark verbessert. Gerade wenn es auch darum geht, die Entwicklungsumgebung, die entsprechenden Zugriffe auf andere Plattformen hier an der Stelle, ja, zu dokumentieren und zu beschreiben. Es findet sich eigentlich auch recht praktisch hier in diesem Hilfe-Experte für mobile Anwendungen, wo man nochmal alles durchlesen kann, unterteilt unter Android und iOS. iOS dann blau,
weiß auch nicht warum blau, was man denn dafür braucht. Aber das ist erstmal nur der erste Schritt, den ich brauche. Red Studio ist installiert, ist aktiviert, klar. Ich habe meins hier schon soweit aktiviert. Ich habe hier ein ganz normales Red Studio Architect. Also ich sitze leider Gottes oder Gott sei Dank an der Quelle. Habe das gleich vom Update 2 mit installiert. Noch den einen oder anderen Hotfix und da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, wenn es um iOS-Entwicklung geht. Da braucht man nämlich in der Tat das ein oder andere, wenn man halbwegs aktuelle Systeme einsetzt. Aber hier im Hilfe-Experte ist soweit schon mal einiges beschrieben. Jetzt als nächsten Schritt brauche ich natürlich hier die Möglichkeit, auf meine iOS-Umgebung zuzugreifen. Das heißt, ich kann zwar rein theoretisch einfach damit loslegen, eine mobile FireMonkey-Anwendung für Delphi oder halt eben auch für C++, mobile FireMonkey-Anwendung, C++-Bilder für iOS zu schreiben. Nur wenn ich jetzt diese Anwendung soweit erstmal aufgesetzt habe, dann fehlt mir noch einiges an Zielplattformen. Hier in meiner Umgebung habe ich das soweit erstmal schon mal alles eingerichtet, aber diese Schritte sind an der Stelle erstmal unerlässlich, die ich jetzt an der Stelle auch zeigen möchte. Ich gehe jetzt zurück in den Windows Explorer, den habe ich nicht ganz ohne Grund hier aufgerufen, denn ich brauche auf meiner Mac-Seite eine entsprechende Umgebung, ein Netzwerkprogramm. Wir nennen es den sogenannten PA-Server, also PA-Server steht für Platform Assist. Das ist ein kleines Programm, letztendlich ein Terminal-Programm auf der Mac-Seite, um mit dem Red Studio zu kommunizieren. Warum brauchen wir das? Es ist einfach unerlässlich, dass man für die iOS-Entwicklung einen Mac hat. Dieser Mac muss irgendwo im Netzwerk sitzen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich einen Mac in the Cloud zu mieten. Dafür haben wir mit einem Partner ein Programm aufgesetzt unter www.macincloud.com. Finden Sie da auch Zugangsmöglichkeiten, auch in Verbindung mit dem Red Studio, dass Sie einfach für 30 Tage bis zu 30 Stunden sind es, glaube ich, sich einen Mac mieten. Das können Sie natürlich auch dauerhaft machen, kostet ein bisschen Geld. Ich persönlich empfehle dringendst, wenn Sie nicht gerade irgendwo den Gigabit-Netzwerkanschluss ins Internet haben, sich irgendwo lokal einen Mac in das Netzwerk hineinzustellen. Und dieser Mac muss aus meiner Windows-Umgebung erreichbar sein. Auf diesem Mac muss ich dann ein Programm installieren. Das ist hier dieser Red PA Server XE5 Package. Den kann ich jetzt hier unter VMware Fusion einfach zum Beispiel mal nehmen und per Drag and Drop hier rüberziehen. Ja, da haben wir ihn schon. Ich kann ihn jetzt ersetzen. Dann habe ich hier, kann nicht zum Schreiben geöffnet werden. Ja, dann habe ich ihn auf jeden Fall. Wenn ich ihn hier nochmal lösche und nochmal rüberziehe, kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Dann habe ich ihn auch. Kleine Installationsroutine. Durchläuft man relativ schnell, soll heißen, wo wird es hin installiert, nachdem ich meine Lizenzvereinbarungen abgelegt habe. Alles soweit prima, kann ich jetzt an der Stelle abbrechen. Macht im Prinzip nichts weiter und nichts weniger, als auf dem Mac ein kleines Programm zu installieren. Das wollen wir uns mal einfach kurz anschauen, hier auf der Ebene des Mac-PC, in diesem Fall ist es ein MacBook. Da habe ich dann hier, je nachdem, wie ich es dann angeordnet habe, früher oder später auch mein kleines Programm. Das ist natürlich wiederum ein Package, was ich hier mir auch wiederum anzeigen lassen kann, was da jetzt alles mit drin ist, was jetzt hier für Programme auch alles mit installiert werden. Das ist soweit in bester Ordnung. Als nächsten Schritt muss ich natürlich auch hier dieses Programm einfach mal starten. Das heißt, wenn ich damit arbeiten möchte, mache ich einen Doppelklick. Wie gesagt, das ist einfach ein kleines Terminalprogramm. Das fragt mich aufgrund von Informationen, die es braucht, aufgrund der Debug-Umgebung natürlich auch nach meinem privilegierten Benutzerrechten. Das heißt, auch auf einem Mac gibt es sowas Ähnliches wie die UAC, also unter Windows ist User Access Control. Unter Mac gibt es das schon ein bisschen länger. Das heißt, möchte ich hier mit privilegierten Rechten arbeiten, muss ich auch noch mein entsprechendes Kennwort nochmal angeben. Das hat er gefragt.
Jetzt ist dieser PA-Server auf der Mac-Seite gestartet. Das heißt an der Stelle natürlich auch, ich kann prinzipiell hier darauf zugreifen. Dieser PA-Server selber gibt mir auch einige Informationen aus. Ich kann zum Beispiel mal das Fragezeichen angeben und über das Fragezeichen bekomme ich die Befehle, die der PA-Server hier versteht. Dann kann ich mir die entsprechenden Clients ausgeben, Portnummern ausgeben etc. pp. Standardmäßig, und das ist halt eben relativ wichtig, läuft dieser PA-Server auf einem bestimmten Port. Das heißt, wenn Sie Red Studio und PA-Server auf zwei getrennten Rechnern haben, die also wirklich über das Netzwerk arbeiten, sehen Sie zu, dass die Firewall auch diesen Port an der Stelle durchlässt. Jetzt muss ich natürlich wiederum ins Red Studio zurückgehen. Projekt lasse ich erstmal soweit unberührt und gehe in die sogenannten Profileinstellungen. Ich mache das jetzt über das sogenannte IDE Insight. Das IDE Insight gibt mir die Möglichkeit, über die Taste F6 einfach alle Voreinstellungen, Tools, Optionen, Projektoptionen, instanzierte Komponenten etc. pp. Schnell durchzusehen. Hier sehe ich dann auch, wo es sich befindet. Die Voreinstellungen, Profile befinden sich unter den Umgebungsoptionen Verbindungsprofilmanager. Ich kann ihn jetzt an der Stelle jetzt so direkt aufrufen oder natürlich auch unter den Tools Optionen. Da findet er sich dann auch an der Stelle Umgebungsoptionen Verbindungsprofilmanager. Und jetzt brauche ich natürlich eine neue Verbindung. Ein Profil ist immer eine Verbindung zu einem Remote Server, einem TCP-IP-Kommunikation zu einem Remote Server, wo ich jetzt einfach mal was hinzufüge. Das Ganze nenne ich an der Stelle mal Webinar. Prinzipiell kann ich natürlich auch mit PA-Servern kommunizieren, die auf einer Windows-Plattform laufen. Das heißt zum Beispiel an der Stelle möchte ich einen Windows Server 2012 debuggen, weil dort meine Serveranwendung, mein Windows Service Dienst läuft. Dann kann ich auch diesen PA Server auf diesem Rechner installieren, meine Anwendung über das Netzwerk debuggen. Deswegen findet sich ja auch hier innerhalb des Windows Explorers auch der PA Server für die Windows-Seite. Gut, ein Profil möchte ich hier einrichten, prinzipiell nicht mit Windows, sondern an der Stelle mit OS X, auch wenn ich nachher iOS machen möchte. Sage jetzt an der Stelle die IP-Adresse des Rechners. Und da kommen wir eigentlich zumindest mal zum ersten Schritt. Ich könnte natürlich auch hier versuchen, den Namen anzugeben. Das heißt, ich gehe nochmal auf die Mac-Seite, hole mir nochmal ein Terminal, sage an der Stelle einfach mal Hostname. Und könnte jetzt an der Stelle mal diesen Namen hier kopieren und im Idealfall hier auch wieder eingeben. Könnte mal die Verbindung testen. Je nachdem, welche Umgebung Sie jetzt an der Stelle haben, kann er den Namen natürlich auflösen oder aber auch nicht. Es hängt natürlich immer davon ab, ob der sich in dem DNS registriert. Das kann man an der Stelle natürlich auch über einen einfachen Ping-Command an der Stelle mal ausprobieren. Gucken, ob er darauf kommt. Ja, prima, 192, 168, 1, 100. Also er versucht es hier an der Stelle sogar über WLAN durchzuführen. Da bin ich noch nicht so ganz glücklich mit. Prinzipiell habe ich die Verbindung. Ich empfehle allerdings gerade in Verbindung mit virtuellen Maschinen, gerade in Verbindung mit VMware Fusion oder aber auch Parallels, hier explizit eine passende IP-Adresse anzugeben. Denn der Punkt ist, mein Mac wie auch mein Windows sind über verschiedene Netzwerkadapter miteinander verbunden. Das hängt natürlich jetzt auch immer davon ab. Das ist jetzt VMware-spezifisch, aber viele unserer Kunden setzen gerne VMware ein, wie ich denn innerhalb von VMware Fusion mit meinem Mac verbunden bin. Da gibt es, ohne jetzt zu weit abzuschweifen, verschiedene Netzwerkeinstellungen. NAT bedeutet Network Address Translation. Das heißt, ich bin innerhalb meiner virtuellen Maschine, innerhalb meines Windows, innerhalb eines bestimmten Subnetzes, was an der Stelle komplett geschlossen ist. Aber ich habe über eine Network Address Translation auch aus der virtuellen Maschine Zugriff zum Internet etc. pp. Bridge bedeutet einfach, nutze den gleichen Adapter, hol dir selber über DHCP an der Stelle eine eigene IP-Adresse oder nimm die vorkonfigurierte
konfigurierte Host-Only bedeutet, ich habe nur eine Kommunikation zum Host. Standardeinstellung ist an dieser Stelle NAT. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, alles prima, fantastisch, klasse, das nehmen wir so was hin. Aber so einfach ist das leider Gottes nicht. Deswegen gehe ich nochmal hier zurück zu meinem Mac. Denn ich sehe auf der Mac-Seite hier verschiedene Interfaces. Und hier sehe ich an der Stelle auch wiederum Interfaces, die sogenannten VMNet-Adapter. Und diese VMNet-Adapter sind unterteilt in VMNet 1 und VMNet 8. An der Stelle ist es halt eben ganz wichtig, das sind beides NAT-Adapter, also Adapter, die über Network Address Translation funktionieren. Der eine macht hier an der Stelle wenig Probleme, der andere unter Umständen schon. Bei Bridged ist es natürlich wiederum wieder was anderes. Bridged ist hier momentan nicht direkt verbunden. Das heißt, Bridged wird hier momentan nicht benötigt. Hier oben sieht man auch meinen ganz normalen Netzwerkadapter. Der sollte an der Stelle, das ist Dings, das ist, ich glaube, ich gehe komplett über WLAN. Ist auch egal. Sollte hier an der Stelle ganz normal über Bridged gehen können, sollte über VMNet abgehen. Hier jetzt der konkrete wichtige Tipp: Nehmen Sie bitte die IP-Adresse des VMNet-Adapters 1. Den kopiere ich mir an der Stelle einfach mal mit hinein. Ich kann mir das auch hier im PA-Server, in dem ich nochmal reingehe, auch nochmal direkt anzeigen lassen. PA-Server, das Mac-Programm vom Red Studio, mit dem Befehl I. Gibt mir die Liste der lokal verfügbaren IP-Adressen an, auf denen er horcht. Und hier finde ich dann auch wiederum den VMNet-Adapter 1. Und das ist eigentlich der schnelle Adapter. Ich drücke es mal so rum aus. Die funktionieren, wenn man Internet dahinter hat, im Allgemeinen alle völlig problemfrei. Bridged funktioniert auch immer problemfrei, wenn man denn Internet hat. Hier habe ich im Prinzip auch einen eingeschränkten, ja, wie soll ich sagen, eine eingeschränkte Weiterleitung meiner Informationen. Nehmen Sie bitte einen VMNet-Adapter 1. Das heißt, ich mache das an der Stelle mal, setze an der Stelle auch nicht direkt auf den Namen, sondern wähle an der Stelle die IP-Adresse an. Kann in Ihrer Konfiguration natürlich ein bisschen anders aussehen, ist vielleicht ein bisschen langwierig, aber ich will es an der Stelle erwähnt haben. Da haben nämlich doch einige Kunden ganz gerne Probleme. Oder spielen Sie hier mit diesen passenden Dingern rum. Jetzt habe ich hier natürlich ein neues Profil, kann auch hier mal die Verbindung testen, haben wir gemacht, alles prima. Das heißt, ich habe jetzt prinzipiell den Verbindung von meiner Windows-Umgebung hin zum PA-Server, hin zum Mac durchgeführt. Aber ich brauche jetzt natürlich noch einige Informationen von der Mac-Seite. Und das Ganze mache ich über den sogenannten SDK-Manager. Auch hier wiederum unter den Tools Optionen, nach dem Profilmanager, nach dem Verbindungsprofilmanager, gibt es hier noch einen sogenannten SDK-Manager. Und der SDK-Manager erlaubt es mir auch, ein Profil bzw. ein Profil zu erzeugen für die verschiedenen SDKs, die auf Mac-Seite angegeben sind. Was haben wir auf der Mac-Seite? Natürlich verschiedene iPhone-SDKs. Die brauche ich allerdings dann tatsächlich erst und ausschließlich, wenn ich dann auch gegen physikalische Geräte gehe. Das kann ich jetzt an der Stelle schon mal machen. Ich wähle hier auch wiederum Plattform aus, das heißt iOS-Gerät. Was haben wir denn hier an der Stelle für verschiedene SDK-Versionen auf meinem Mac? Das heißt, hier kommuniziert schon das Red Studio mit dem PA-Server, während der PA-Server hier einfach auf dem Mac nachschaut, welche Umgebungen sind denn nun alle da. Und das bedeutet natürlich auch, der PA-Server muss auch schon auf dem Mac nachschauen, ja, welche SDKs gibt es hier. Und das setzt voraus, dass ich hier auf dem Mac das Xcode schon installiert habe. Xcode selber zu installieren, zu bekommen, ist relativ einfach. Ich gehe in den App Store rein, suche einfach unter Spotlight oder wo auch immer nach Xcode. Habe es dann an der Stelle und da haben wir dann auch schon fast wiederum ein Problem. Aber auch dafür gibt es eine Lösung.
Xcode ist bei mir schon installiert, aktuelle Version 5.1. Das ist indirektes Problem. Kann das jetzt natürlich auch hier wiederum neu installieren, deinstallieren etc. pp. Oder wegschmeißen. Ich gehe davon aus, dass diese kleinen 2,6 Gigabyte, nein, 2,2 Gigabyte sind es nur, einfach auf Ihrem Rechner schon installiert sind. Warum brauche ich Xcode? Die ganzen Compiler innerhalb des Red Studios, innerhalb der Windows-Umgebung, innerhalb der Delphi-iOS-Umgebung, die brauchen jetzt natürlich auch die zusätzlichen Bibliotheken, die zusätzlichen Interfaces, Schnittstellen, Header-Dateien des iOS-SDKs und die müssen an der Stelle auch als ja, Proxy, als Kopie, als notwendige Bibliotheksschnittstellen auch auf den Windows-Rechner verfügbar sein. Und diese ganzen Compiler, ich sag mal DCC, was haben wir hier alles an Compilern? Da haben wir natürlich auch die DCC ARM Compiler, da haben wir die iOS Compiler, da haben wir die Compiler, die es mir ermöglichen, auch für diese Plattform zu erzeugen. Die laufen komplett auf der Windows-Ebene. Und dieses SDK muss ich an der Stelle einmal importiert haben. Das heißt, ich brauche immer einen Mac. Auf diesem Mac muss Xcode installiert sein. Dann muss ich den PA-Server auf dem Mac installieren. Dann kann ich natürlich die Verbindung zum PA-Server aufbauen. Auch über diese Verbindung kann ich dann auch das passende SDK hier herausholen. Das ist jetzt hier eine Xcode 5.1-Umgebung, eine Xcode 5.1-Umgebung mit der entsprechenden Unterstützung für das iOS SDK, das iPhone OS, wie es hier dargestellt wird, 7.1. Hätte ich hier noch weitere SDKs innerhalb von Xcode mit drin, das findet sich auch auf Stack Overflow, wie ich noch weitere SDKs in dieses Xcode mit hineinbekomme, kann ich auch dagegen kompilieren. Aber man sieht hier auch, ich habe hier prinzipiell den Zugriff darauf und er sagt jetzt hier, das ist an dieser Stelle verbunden. Ansonsten würde er sich die Header-Dateien hier alle ziehen. Man sieht das dann an der Stelle auch. Hier werden dann tatsächlich auch die dlibs mit rübergezogen. Dlibs ist das Konzept einer dynamischen Link Library für iOS. Und die werden dann neben den entsprechenden Frameworks hier auf die Windows-Seite gezogen. Das dauert so im Allgemeinen 2, 3 Minuten. Ist jetzt nicht so besonders lange, aber man muss es an der Stelle einfach mal getan haben. Und die werden dann natürlich auch abgelegt. Plattform SDK, das ist jetzt hier natürlich woanders. Und die werden hier, ups, wo bin ich denn hier? Plattform SDKs, hier mit auf die Seite rübergezogen. Gut, das ist jetzt hier Android. Na, wo werden sie denn hingeschmissen? Dokumente Red Studio, also doch wiederum meinen eigenen. Gut, kaum haben wir es gelöst, haben wir es dann auch gefunden. Soll mich jetzt im Prinzip auch nicht besonders irritieren, aber dann haben wir es dann auch an der Stelle. Wichtig ist, ich habe hier die verschiedenen Frameworks. Ich kann hier prinzipiell auch auf alles zugreifen, was mir das entsprechende SDK zur Verfügung stellt. Das sind natürlich auch zugegebenermaßen ganz normale Header-Dateien, die jetzt klassischerweise nicht in Pascal vorliegen. Wenn ich das jetzt mal mit einem WordPad öffne, sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr. Das sind die ganz normalen Header-Dateien von Apple. Meistens halt eben in Objective-C, die mir hier zur Verfügung gestellt werden. Aber die braucht er hier, die braucht an der Stelle auch der Compiler. Dann habe ich diese jetzt soweit drin und habe dann im Prinzip erstmal die Grundlage gestellt für iOS-Entwicklung. Das heißt, ich mache nochmal eine mobile FireMonkey-Anwendung Delphi, kann jetzt erstmal eine leere Anwendung machen. Das alte werde ich jetzt mal nicht speichern. Dann sieht man hier innerhalb der Projektverwaltung auch mein
Webinar-Profil, das ist der Verbindungsmanager. Man sieht hier an der Stelle auch schon eventuell vorhandene Ziele. Man sieht hier natürlich auch den iOS-Simulator, den wir dann auch über diese Verbindung, über dieses Konglomerat der Netzwerkverbindung nutzen können. Wie das jetzt hier innerhalb des Projektformulardesigners aussieht, ist erstmal vollständig egal. Das kann hier ein Nexus sein, das kann hier ein iPhone sein, das kann ein kleines sein, großes iPhone, wie auch immer. Das kann natürlich auch ein iPad sein. Die Darstellung hier im Formulardesigner ist erstmal völlig irrelevant gegenüber dem, was hier in der Zielkonfiguration angesprochen ist. Hier erkennt das Red Studio letztendlich auch, welcher Compiler soll benutzt werden? Für das iOS-Gerät und für den iOS-Simulator sind unterschiedliche Compiler zuständig. Der iOS-Simulator braucht nämlich an der Stelle x86er-Code, das iOS-Gerät natürlich ARM-Binary-Code und es wird dementsprechend konfiguriert und auch hier rübergeschmissen. Kann jetzt das natürlich für den iOS-Simulator hier rübergeben, kann hier natürlich auch eine eher sinnvollere Plattform nehmen. Aber wenn das denn an der Stelle jetzt auch soweit alles auch eingerichtet ist, habe ich dann auch die Deployment-Plattformen hier direkt zur Verfügung. Das heißt, ich kann aus meinem Red Studio heraus direkt für den iPhone-Simulator oder den iOS-Simulator hier deployen. Wie gesagt, ich glaube, ich gehe hier momentan über WLAN. Das kann natürlich schon mal ein bisschen länger dauern. Da haben wir es dann auch. Muss man eben kurz gucken. Ja, prinzipiell sind wir hier verbunden. Alles prima. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier meinen iOS-Simulator mit der entsprechenden Umgebung. Habe hier natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen zu vergrößern, zu verkleinern. Je nachdem, welche Bildschirmauflösung ich jetzt hier habe, passt er das an der Stelle an. Habe hier natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, welches Gerät möchte ich hier vielleicht explizit benutzen. Auch diese Geräteeinstellungen, die werden hier auch schon aus dem Red Studio heraus direkt übergeben. Und das Ganze kann man sich natürlich auch anschauen lassen vom PA-Server. Der hat nämlich noch einen bestimmten Modus, das ist V, der ausführliche Verbose-Mode. Wenn ich hier nochmal V eingebe und den iOS-Simulator beende, das Ganze aus der Windows-Umgebung hier nochmal starte, sprich an der Stelle auch weitergebe, dann wird das hier beim zweiten Mal auch schon durchaus zügiger aufgerufen. Dann habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, was für ein Gerät ist das? Und der PA-Server gibt mir nun an der Stelle auch etwas mehr Informationen an. Das Ganze geht sogar so weit, dass ich hier Debug-Session durchführen kann. Das heißt also auch über den PA-Server eine Debug-Session durchführen kann. Dazu mal eine kleine One-Button-App. Innerhalb dieser möchte ich jetzt keine großartige Programmierung machen. Sagen wir einfach mal Hello und setze hier einen Breakpoint. Auch das geht wiederum über das Konglomerat Red Studio PA Server hin zum iOS Simulator. Muss natürlich darauf achten, A, dass hier meine Bildkonfiguration ein Debug ist und B, muss ich das an der Stelle natürlich auch mit Debug-Informationen starten. Im Idealfall funktioniert das alles soweit. Man sieht hier an der Stelle auch, der PA-Server rattert hier los. Das heißt, neben der entsprechenden Ausgabe, wo jetzt hier der Simulator hier gestartet wird, mit den gleichen Parametern auch wie hier oben, auch hier über die Verbindung Project 1.app, hier eine iOS-Ausgabe gemacht, bin ich jetzt hier auch in einer Debug-Session. Man sieht jetzt an der Stelle auch, dass es schon ein bisschen langsamer geht. Aber im Groben und Ganzen halt eben immer noch zügig. Er muss jetzt hier natürlich auch relativ viele Informationen von bestimmten Zielmodulen laden, was er jetzt hier im Hintergrund auch macht und durchführt. Und irgendwann kommt dann auch der iOS-Simulator, kann jetzt meinen Button drücken und bin jetzt dann auch tatsächlich in einer Debug-Session. Das heißt, aus meinem iOS-Simulator bin ich jetzt hier in einer Debug-Session meiner iOS-Umgebung und kann natürlich im Einzelschritt, Gesamtschritt hier durch meine Anwendung durchdebuggen. Man sieht jetzt hier an der Stelle auch, ja, die entsprechenden Aufrufstack, mehr oder weniger das, was hier an lokalen Variablen möglich ist.
und natürlich darüber hinaus auch noch zum Beispiel ein CPU-Fenster. Und aha, hier sieht man dann auch tatsächlich, ich bin auf einer Intel-CPU. Das heißt, die passenden Register etc. pp., die kommen aus einer Intel-Welt. All das kann ich natürlich machen, wenn ich einen Mac habe. Mac, wie gesagt, ist unerlässlich für die iOS-Entwicklung. Ich brauche allerdings noch keine Entwicklerzertifikate. Ich brauche nichts an speziellen Abonnements. Ich brauche nichts an speziellen Beiträgen. Ich brauche nichts an bestimmten Voraussetzungen, die Apple noch macht. Bis zum iOS-Simulator komme ich einfach, indem ich hier einen Mac aufsetze und mit diesem Mac an der Stelle dann auch arbeite. Wenn ich jetzt dann an der Stelle auch noch mehr machen möchte, okay, da haben wir dann auch meine Anwendung, wenn ich also tatsächlich hier mit meiner Umgebung auch auf ein physikalisches Gerät deployen möchte, wie man so schön sagt, dann brauche ich natürlich auch die entsprechenden Zertifikate. Dazu, wenn ich dann auch solche Geräte freischalten will, gehe ich auf die passende Seite von Apple. Developer.apple.com, hier noch nicht im Cache. Dafür ist mein Rechner noch zu neu. Da bin ich die letzten Tage nicht gewesen. Da gibt es natürlich auch die entsprechenden Programme, um auch wirklich für Geräte, für den iTunes App Store zu entwickeln. Und das findet sich alles unter dem iOS Dev Center, iOS Development Center, wo ich dann auch die passenden Informationen bekomme. Was kann ich damit machen? Wo finde ich Dokumentation? Wie mache ich was? Ist auch für Delphi-Entwickler sehr interessant, gerade wenn es darum geht, wenn ich meine App weitergeben will. All das sind Werkzeuge, die bietet mir Xcode von Haus aus an, der Application Loader, das Instruments, der iOS Simulator etc. pp. Das sind alles Werkzeuge, die sind in Xcode mit drin. Das heißt, das sind dann auch die Notwendigkeiten, die wir nicht nachimplementieren, die es nur von Apple für Apple innerhalb der Apple-Welt gibt und daher auch der Beweggrund, die Grundlage dafür, dass ich an der Stelle einen Mac brauche. Das ist alles hier in Xcode mit drin. Hier kann ich mich natürlich einloggen, je nachdem, wo ich denn hin will, was ich denn will. Ich weiß gar nicht, ob er das richtige Kennwort hier hat, deswegen tippe ich das nochmal eben kurz ein. Gut, ich bin jetzt auch iOS Developer, habe jetzt natürlich auch meine entsprechenden Zertifikate, die ich hier schon über das Xcode mit importiert habe, habe an diesem iOS-Programm teilgenommen. Wenn Sie selber daran teilnehmen wollen, gehen Sie hier bitte oben auf die Programs, da sehen Sie das iOS Developer Program, 99 Flocken, $99 pro Jahr. Das ist ein Abonnement, mit dem Sie dann zwei wesentliche Dinge bekommen. Auf der einen Seite Zertifikate, um Ihre Anwendungen zu signieren. Alles, was Sie nämlich auf ein physikalisches Gerät weitergeben wollen, muss an der Stelle digital signiert sein. Und Sie haben die Möglichkeit, für Test- und Debug-Zwecke bis zu 100 Geräte pro Jahr freizuschalten. Das bekommen Sie hier für diese $99 pro Jahr. Gehen wir dann da drauf, etc. pp., bla bla bla. Wo möchte ich denn jetzt hier hin? Was bekomme ich jetzt an der Stelle? Also Entwicklungsmöglichkeiten mit den Zertifikaten. Ich kann das Ganze testen. Ich kann es natürlich auch in den iTunes App Store hochladen. Das kostet mir nicht mehr. Bei Android-Entwicklungen ist es zum Beispiel so, da verlangt Google einmal $25 und dann sind sie unlimitiert da beschränkt oder möglich weiterzumachen. Bei Apple sind es halt eben $99 pro Jahr. Dafür brauchen Sie natürlich ein paar Informationen etc. pp. Im Prinzip, wenn Sie eine Apple ID haben, ist es schon mal deutlich einfacher. Gut, ich habe das hier schon auf meinem Rechner. Ich kann mir das auch im Xcode selber anzeigen lassen. Ich gehe jetzt mal in die Xcode-Einstellung, Command-Komma, respektive in die Preferences. Und hier sehe ich dann auch meine Apple-ID. Ja, ich habe das über eine private E-Mail-Adresse laufen. Das ist historisch bedingt, weil ich alles, was ich Apple habe, über diese E-Mail-Adresse laufen lasse. Und da sehe ich jetzt an der Stelle auch, ich bin iOS Development mit passenden Zertifikaten hier ausgestattet. Das ist ein sogenannter Enterprise Account, den Embarcadero Technologies in den USA hat. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Anwendungen etc. pp. Aber mein Status ist valid.
Diese ganzen Schlüssel werden in der sogenannten Schlüsselbundverwaltung von macOS gespeichert. Das heißt, ich sehe hier natürlich auch meine Zertifikate und hier sehe ich an der Stelle auch mein iOS Developer Zertifikat, respektive auf Basis meines privaten Schlüssels, der mal generiert worden ist, der vom System erstellt worden ist, das passende Zertifikat. Dieses Zertifikat ist gültig noch ein paar Tage, um nicht zu sagen noch ein knappes Jahr. Wie gesagt, das ist jetzt hier Ende Januar bei mir ausgelaufen. Ich habe es halt eben neu beantragt und da sehe ich dann auch mein passendes Zertifikat. Was heißt das nun? Jetzt mache ich etwas Abgedrehtes in Anführungszeichen. Ich gehe nämlich immer zurück zu Xcode und sage innerhalb von Xcode, ich möchte mal ein neues Projekt anlegen. Eine Single View Application, also nichts Besonderes. Sage einfach Next. Wie soll mein Ding heißen? Das heißt Test, Organization Test, Test, Test für universelle Geräte. Ich möchte einfach eine minimalste Beispielanwendung hier unter Xcode erzeugen. Jetzt nichts Großartiges, Besonderes, sondern an der Stelle einfach nur die Möglichkeit, hier das Ganze mal auszuprobieren. Hier sieht man den ganzen Klumpatsch, der hier notwendig ist, auch das entsprechende Storyboard, auch die entsprechenden View Controller und die entsprechenden Images, die hier alle mit drin sind. Denn ich habe jetzt prinzipiell erstmal die Möglichkeit, mit den installierten Zertifikaten aus Xcode heraus zu testen, ob ich denn auf mein Gerät komme. Innerhalb von Xcode gibt es den sogenannten Organizer. Der Organizer ist die zentrale Schnittstelle, wenn es darum geht, Geräte zu verwalten, aber auch Projekte oder aber auch Archive, sprich Projekte mit all ihren Quelltexten irgendwo in einem Repository abzulegen, etc. pp. Ich habe hier schon ein iPod Touch, das ist so ein kleines Gerät hier. Niedlich, liegt neben mir, ist angeschlossen. Deswegen ist hier auch ein kleiner grüner Bubble mit iOS 7.1, also der aktuellsten iOS-Version. Das ist über diesen Identifier an der Stelle freigeschaltet. Gut, Provisioning Profiles sind an der Stelle auch soweit alle da. Alles prima und die sind auch noch soweit gültig. Das sind mehr oder weniger Einstellungen, die Sie automatisiert dann auch über die Xcode-Zertifikatsanforderung, Xcode-Zertifikatsfreischaltung hier mit reinbekommen. Auch das entsprechende Freischalten einzelner Geräte können Sie im iOS Developer Center hier dann durchführen. Dieses Gerät ist dafür schon soweit eingerichtet. Denn was ich nun ausprobieren möchte, ist, diese Anwendung mal auf meinen iPod Touch zu bringen. Was ist es? Ja, Test iPod Touch. Ich kann es natürlich auch hier wiederum mal im iOS-Simulator durchführen. iPhone Retina, wie auch immer, kann das Ganze immer starten. Auch hier, das dauert ein bisschen und dann kommt dann auch der iOS-Simulator. Leere Anwendung innerhalb von Xcode. Prima, hat funktioniert. Jetzt mal umgeschaltet auf den iPod Touch. Hier sollte das im Prinzip genauso gut und genauso leicht funktionieren. Mein iPod Touch wird jetzt hier an der Stelle auch geweckt und die Anwendung gestartet. Das sehen Sie jetzt hier leider Gottes nicht. Deswegen gehe ich mal in meinen sogenannten Reflektor. Reflektor ist ein Programm, was ich auch frisch installiert habe, was ich mal häufiger brauche, was ich mir hier gleich hinlege, was ein Airplay-Server darstellt. Das heißt, im Idealfall sollten Sie jetzt auch gleich den Bildschirm meines iPod Touch sehen. Das ist hier tatsächlich hier mein iPod Touch, den ich hier bediene und meine Anwendung ist da. Warum habe ich das an der Stelle hier so durchgeführt? Nicht, weil ich Ihnen zeigen wollte, dass ich einen schönen iPod Touch in Rot habe, so sieht er nämlich aus, den Rahmen hier nochmal drin, sondern weil ich hier mit Xcode wirklich erstmal den ultimativen Test habe, dass meine Zertifikate richtig installiert sind. Prima. Damit kann ich dann auch Xcode verlassen, beziehungsweise ich gehe nochmal tatsächlich hier in die Projektverwaltung von Xcode. Davon brauchen wir jetzt nicht so allzu viel von wissen. Aber hier habe ich natürlich auch wiederum einige Einstellungen, die wir dann auch wiederum früher oder später auch mal in Delphi sehen werden. Hier sehe ich jetzt natürlich auch wiederum, wie meine Anwendung zusammengebaut ist, für welchen
für welche Plattform etc. pp. Aber hier habe ich jetzt natürlich auch die verschiedenen Build-Rules mit drin. Das heißt, wo und wie wird das jetzt an der Stelle hier weitergegeben? Welche Grafiken werden mit hier mit rübergenommen? All das haben wir natürlich auch im Red Studio mit umgebaut. Interessant ist jetzt hier vielleicht auch noch mal unter. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Und normalerweise unter Build Settings, Packages. Auch die automatische. Genau, da haben wir's. Unter dem Build Settings All, da muss ich jetzt halt eben hin. Was jetzt hier unter dem Code Signing auch mit abgelegt wird. Das Interessante ist hier, dass hier ein Developer-Zertifikat genommen wird. Und jetzt zeigt er mir auch an iPhone Developer. Es ist das einzige Zertifikat. Da sind sowohl Xcode als auch das Red Studio so intelligent und erkennen, aha, es gibt hier nur ein iOS Developer innerhalb der Schlüsselkette. Es ist sozusagen mein wichtiges, mein einziges Zertifikat und er kann es dann auch an der Stelle automatisch nehmen. Das ist auch nochmal so eine Überprüfung, aber ich gehe jetzt hier an dieser Stelle aus dem Xcode heraus. Gut, mit dem iOS Simulator hat das ja soweit alles so gut funktioniert. Ich kann jetzt natürlich auch hier wiederum zurückgehen, kann meine Anwendung also stoppen. Der hatte schon SIGTERM zurückgeliefert, was ja auch soweit in allerbester Ordnung war. Gehe jetzt ganz normal wieder in das Standardlayout. Sollte jetzt also auch an der Stelle nicht nur auf den iOS-Simulator, sondern auch auf das iOS-Gerät deployen können. Auf das iOS-Gerät bedeutet natürlich auch wiederum anderer Compiler. Jetzt nimmt er tatsächlich die SDK-Dateien, die Dulip-Dateien. Eine Anwendung auf dem Gerät muss nämlich monolithisch sein. Und ich kann es einfach mal versuchen, hier zu starten. Das heißt, kompilieren, linken etc. pp. Das Erzeugen der ausführbaren Datei findet hier komplett auf der Windows-Welt statt. Das dauert beim ersten Mal ein klein bisschen länger. Gibt mir dann ab und zu nochmal dem weiter, ja, die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, der mittlerweile kalt ist. Aber letztendlich ist es hier dann auch wiederum fertig. Das heißt, es wird auf den iPod hier an der Stelle übertragen und siehe da, eine super tolle Anwendung wird hier, ich habe es hier nochmal über AirPlay mit rübergebracht, hier dann auch auf mein iPod Touch hier mit rübergebracht. Klasse Anwendung, auch hier wiederum genau das Gleiche. Auch diese Anwendung kann ich selbstverständlich natürlich wieder debuggen. Achten Sie darauf, Debug-Konfiguration. Achten Sie auch darauf, dass die Anwendung dann vielleicht auf dem iOS-Gerät auch nochmal hier gestoppt wird und dann mit Debug-Informationen da durchgehen. Und ich bin dann auch früher oder später, wenn es dann gelinkt worden ist, wenn es dann an der Stelle auch wiederum übertragen worden ist, hier innerhalb einer Debug-Session auf der iOS-Welt. Gut, auch das haben wir dann auch gleich wiederum an der Stelle. Man sieht hier im Hintergrund auch, wie der PA-Server hier an der Stelle wiederum rattelt. Das heißt, hier geht natürlich auch wiederum die komplette Symboltabelle etc. pp. Hier rüber. Oh, da haben wir ein paar Warnings, die können wir jetzt an der Stelle einfach mal soweit ignorieren. Die haben wir schon mal gesehen. Aber ich bin jetzt hier wiederum in einer Debug-Session, also genau das gleiche Vorgehen wie vorhin schon gesehen. Quelltext, Haltepunkt, Einzelschritt, Gesamtschritt, nicht besonders prickelnd, sage ich mal. Aber im Groben und Ganzen hier so wie erwartet und meine Anwendung inklusive Debug hat hier dann auch soweit gelaufen. Prima, kann die jetzt mal abschießen hier auf dem iOS-Gerät und dann auch hier rüber. Halbe Stunde wollte ich eigentlich noch machen, dreiviertel Stunde haben wir jetzt schon. Wichtiger, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also, wir haben soweit gelernt. Red Studio unter Windows, PA-Server auf die Mac-Seite. Wir brauchen also auf einem Mac. Mac muss halbwegs aktuell sein. Es muss ein Xcode installiert sein. Heutzutage bekommen Sie Xcode 5.1 aus dem Mac App Store. Nichts anderes mehr.
Klar kann ich mir auf der Apple Developer Seite, developer.apple.com, kann ich mir auch noch alte Xcode-Versionen runtersaugen, aber typischerweise lädt man sich heutzutage eher ein Xcode 5.1 runter. Wir haben mit diesem PA-Server allerdings ein kleines Problem. Dieser PA-Server, gut, der läuft, der ist prima, der ist klasse, der hatte ein Problem mit Xcode 5.1, auch mit iOS 7.1. Dazu haben wir einen Patch zur Verfügung gestellt. Den finden Sie ganz normal unter cc.embarcadero.com/rec/delphi. Da finden Sie da den sogenannten Hotfix 6 für Red Studio Delphi, C++, Plus Builder XC5. Das sind einfach nur einige kleine Dateien. Das sind gerade mal 90 Kilobyte. Das ist heutzutage für einen Patch auch relativ gering. Wenn ich mir die einfach mal im Finder anschaue, sind das wirklich nur drei binäre Dateien, die ich einfach nur austauschen muss mit meinem PA-Server. Das heißt, wenn ich hier in den PA-Server reingehe, Pakete, Inhalt anzeigen, macOS, da sehe ich das, muss diese drei Dateien im Prinzip hier rüber kopieren, bestehende vielleicht ersetzen und noch einige Rechte anpassen. Das heißt, ein ChangeMod 755 für diese drei Dateien. Und dann werden hier die neuen Dateien mit hineingebracht. Sim5.1 ist neu. Simulator-Exe ist halt eben eine alte und die wird überschrieben, genauso wie iOS-Install. Die müssen ersetzt werden. Dann haben wir 5.1 Xcode, dann haben wir dann auch die entsprechenden Zertifikate, um es auf dem Gerät weiterzugeben. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze zu debuggen. Wir haben jetzt natürlich noch so tausende andere Tipps und Tricks, wovon ich mal einige kurz überfliegen möchte. Wenn Sie eine Anwendung weitergeben, ich gehe hier nochmal zurück in das Red Studio, finden Sie unter Projektbereitstellung eine Liste der Dateien, die weitergegeben werden. Das heißt, Sie sehen Sie natürlich auch eine Vielzahl von Artwork-Dateien. Je nachdem, ob Sie das jetzt für das iPad, für das iPhone oder als universelle Anwendung haben, sehen Sie auch hier wiederum in einer Liste aufgeführt, welche Dateien mit weitergegeben werden. Interessant ist natürlich auch hier wiederum die plist-Datei, die Entitlements-Datei, die für die Konfiguration, für die Rechtevergabe dieser Anwendung unerlässlich sind. Und das natürlich auch für die verschiedenen Plattformen, iOS-Geräte-Plattform, iOS-Simulator, sowohl im Debug als auch im Release oder halt eben in der Basiskonfiguration, je nachdem, wo Sie es haben wollen. Wenn Sie jetzt wirklich überprüfen wollen, ob diese Dateien zum Beispiel auch tatsächlich weitergegeben worden sind, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, Red Studio kommuniziert ja mit dem PA-Server. PA-Server haben wir hier rechts noch. Und dieser PA-Server legt das erstmal in Ihrem Home-Verzeichnis auf der Mac-Seite in einem Verzeichnis ab. Das ist jetzt ein Verzeichnis Red PA-Server, was er automatisch erzeugt. Sie sehen, bei mir ist es ganz frisch. Und da sehen Sie jetzt hier natürlich auch Matthias Webinar, was wir heute gebaut haben, Ihre Projekte. Wir haben jetzt hier mehr oder weniger hässliches Icon. Das ist aber soweit in bester Ordnung. Auch das sind natürlich wiederum Pakete. Pakete, wo Sie dann auch sehen, welche Entitlements, Infos, Resource, Rules, plist-Datei und natürlich auch die Vielzahl von Grafiken. Die müssen Sie nicht immer wieder mit weitergeben. Das sind hier halt eben die Standardgrafiken für FireMonkey. Aber die werden hier erstmal soweit mit reingeschmissen. Code-Signatur, soweit so gut vorhanden, kann man sich anschauen, wird man allerdings so nicht unbedingt so viel direkt davon erkennen. Lassen wir erstmal so als Blackbox da und natürlich auch die Anwendung. Wundern Sie sich nicht über die Größe, das ist ja explizit ein Debug-Release geworden. Gut, aber wenn ich das jetzt an meinen iOS-Simulator weitergebe, nachdem der PA-Server das lokal kopiert hat, nachdem der PA-Server das auf der Mac-Seite in einem bestimmten Verzeichnis abgelegt hat, gibt es wiederum je nach Plattform auch andere Verzeichnisse, wo man einblicken kann. Der erste Tipp ist natürlich innerhalb der Library für den iOS oder für den iPhone-Simulator, wie er früher mal hieß, mittlerweile heißt er iOS-Simulator.
Da findet sich unter der Library, gibt es auch unter dem sogenannten Verzeichnis Application Support, gibt es auch weiterhin den iPhone Simulator. Und der iPhone Simulator stellt die im Prinzip die komplette Struktur dar, das komplette Dateisystem des iOS-Simulators. Und hier finden Sie natürlich auch wiederum die verschiedenen Applications in sehr kryptischen Namen. Mit ein bisschen Glück finden Sie auch über das Dateidatum relativ schnell raus, was denn nun Ihre Anwendung ist. Und da sehen Sie dann auch die drei Zusatzverzeichnisse Documents, Library, Temp, die Ihrer Anwendung zur Verfügung stehen. Über System.io-Utils gibt es ja die Klasse tpath mit den Klassenmethoden wie zum Beispiel getDocumentsPath, wo Sie dann direkt darauf zugreifen können. Und wenn Sie hier Dokumente, Libraries oder temporäre Dateien haben, sehen Sie diese auch an der Stelle für den iOS-Simulator. Wenn es dann um das Gerät geht, gehen Sie dann am besten in Xcode und gehen hier in den sogenannten Organizer, Command-Shift-2. Im Organizer selber finden Sie natürlich auch wiederum Ihre sagenhaft tollen Anwendungen, wie zum Beispiel mein Project 1, was wir vorhin hier an der Stelle deployed haben. Das ist jetzt natürlich im Laufe der Zeit etwas gewachsen, sage ich mal. Hieß es noch Project 1. Je nachdem, kopiert halt eben immer wieder neue Dateien hinzu, etc. pp. Dann sehe ich hier natürlich auch unter den Caches, sehe ich dann auch meine Dokumente, sehe ich meine Library, falls hier irgendwo was vorhanden ist, und meine temporären Dateien. Das ist dann insbesondere sehr interessant, wenn Sie mit Datenbanken arbeiten, wenn Sie irgendwo eine Datenbankstruktur in Ihr Documents-Verzeichnis Ihres Gerätes rüber kopieren, dann ist das an der Stelle unerlässlich. Gut, ich könnte noch stundenlang drüber reden. Wir sind schon gnadenlos über die Zeit, aber so liegt das halt eben in der Natur der Sache. Ich würde jetzt ganz gerne auch für Fragen zur Verfügung stehen. Sie sollten innerhalb Ihrer Go-to-Meeting, Go-to-Webinar-Umgebung ein Fragefeld haben, wo Sie dann auch direkt Fragen stellen können. Ich sehe alle Leute noch da, ist ja prima. Doch, ein paar sind gegangen. Aber doch, damit kann ich leben. immer noch weiterhin volles Haus. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, stellen Sie mir die einfach mal. Klar, kann man da noch mehr darüber erzählen. Klar, wie geht es mit Datenbanken etc. pp. Wie geht das Ganze mit iOS? Die Frage kann ich dann schon bald beantworten im nächsten Webinar. Ist, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen. Weiß gar nicht, oder nächste Woche. Müsste ich gucken. Soweit habe ich noch nicht in meine Zukunft geschaut. Aber ja, im Prinzip bin ich jetzt erstmal soweit durch. Von den Grundlagen her einiges so angeschnitten. Da könnte man 2, 3 Tage drüber erzählen, aber das geht innerhalb eines Webinars nicht unbedingt so ganz so toll. Hier kommen auch schon die ersten Fragen rein. Vielen herzlichen Dank. Die erste Frage von Peter Pollex. Welches MacBook ist geeignet? Ich sag's mal so, jedes halbwegs aktuelle ist geeignet. Was Spaß macht, sind natürlich MacBooks, die eine SSD haben und praktischerweise so viel RAM, dass sie recht bequem mit ihrem Mac arbeiten können und recht bequem mit ihrer Windows-Umgebung. Eine Windows-Umgebung für das Red Studio, 64-Bit-Betriebssystem Windows, da gebe ich meistens so 3 oder 4 GB RAM. Nicht, weil es das unbedingt notwendig macht, nicht, weil es hier unerlässlich ist, dass hier so viel RAM drin ist. Aber ich sehe hier einfach mal 1,2 GB brauche ich jetzt. Okay, die Anwendung ist Spielzeug, sage ich ja. Aber das ist einfach so eine ganz gute Größe. Es muss ein halbwegs aktueller Mac sein, das heißt Core 2 Duo. Also sprich im Prinzip alle Macs, die auch für Mavericks geeignet sind. Ich würde mir nur noch einen Mac, Klammer auf, Gebrauch, Klammer zu holen, der für Mavericks geeignet ist, sprich das macOS 10.9. Das sind halbwegs aktuelle Macs, die 2, maximal 3 Jahre alt sind. Wenn Sie wirklich alles auf einem Rechner haben wollen, kann es ein iMac sein, kann es ein Mac Mini sein. Mac Mini reicht auch, wenn Sie stationär sind. Ein iMac, da haben Sie gleich einen großen Monitor mit dabei. MacBook selber,
ist Geschmackssache. Wenn das wirklich mein Hauptrechner sein sollte, würde ich mir schon ein recht gut ausgestattetes Retina MacBook in 15,6 Zoll Größe holen. Vielleicht eine vernünftige SSD mit da rein, weil eine SSD bringt wirklich die Geschwindigkeit und 8, besser 16 GB RAM. Gut, also alles halbwegs Aktuelles. Gut, welches iPhone ist denn derzeit am ehesten als Testgerät zu empfehlen? Eine Frage von Mike Stoll, ist eine sehr gute Frage. Im Idealfall haben Sie schon einen relativ großen Gerätepark. Ich habe jetzt hier ein iPod Touch angeschlossen gehabt. Das ist soweit das Minimum, sag ich mal, was Sie an der Stelle haben sollten, weil das hat ja auch nicht unbedingt GPS-Koordinaten etc. pp. Dazu nachher vielleicht nochmal in einem anderen separaten Webinar nochmal, wie greife ich darauf zu. Welches iPhone ist denn derzeit am ehesten als Testgerät zu empfehlen? Im Idealfall haben Sie ein iPhone 3GS, ein iPhone 4, ein iPhone 4S, ein iPhone 5, ein iPhone 5S. Wenn Sie wirklich ernsthaft die iOS-Entwicklung betreiben wollen, brauchen Sie mindestens so zwei, drei, vier Geräte. Vielleicht wollen Sie es mal auf dem iPad deployen, wollen Sie es auf dem Retina-iPad deployen. Sie wollen es im Prinzip mit verschiedensten Geräten testen. Ein Gerät kann man natürlich benutzen. Wundern Sie sich nicht über die entsprechenden Benutzerrückmeldungen. Nicht, dass die Plattform so schlecht ist und Sie es auf allen Plattformen testen müssen, auf allen Geräten mal testen müssen, sondern es empfiehlt sich einfach auch von der Geschwindigkeit her. Das heißt, wenn Sie ein altes iPhone 3GS haben, was ja heutzutage schon als altes Gerät zählen darf, oder selbst ein iPhone 4 ist ja nicht mal unbedingt so das schnellste, modernste, da sehen Sie manchmal erst, wie schlecht Ihre Anwendung ist. No offense intended, also kein Angriff hier auf Sie oder Ihre Anwendung, aber es ist immer empfehlenswert, auf Geräten zu testen, die vielleicht etwas langsamer sind als das aktuelle Top-Gerät. Gut, Dante Tantis, vielen Dank. Flappy Fire von Christopher Vettel. Flappy Fire, ja, das war jetzt hier irgendwo nur so ein Hinweis, den nehme ich mal hin. Es gibt eine sehr schöne Webseite, die sich um FMX Express.com heißt sie, glaube ich. Eine sehr schöne Webseite, die sich um Entwicklungen rund um FireMonkey beschäftigt. Das ist FMX Express. Und die Bemerkung von Christoph Vettel bezog sich wahrscheinlich darauf, weil er das letzte Projekt hier so geöffnet gesehen hat. In der Tat ist es so, wenn ich jetzt mal aus dem Taskmanager rausgehe und mal alle notwendigen oder nicht notwendigen Screens einfach mal schließe, dann hat er hier das wahrscheinlich gesehen irgendwo. Das ist so ein kleines Flappy Fire Monkey, kleines Projekt, um Flappy Bird auf Fire Monkey implementiert, einfach mal auch auf iOS laufen zu lassen. Das Ganze funktioniert natürlich auch im iOS-Simulator, iOS-Gerät, Android etc. pp. Ganz tolle Anwendung für alle die, die sonst keinen Spaß haben. Entschuldigung, ja, kann man so nehmen. Gibt es da kostenfrei zum Runterladen, kann man mal reinschauen. Gut, wie lange ist ein Zertifikat zum Testen gültig, bis Ihr Zertifikat abgelaufen ist? Das heißt, es wird für ein Jahr ausgestellt, nach diesem Jahr ist es nicht mehr gültig und Anwendungen lassen sich auch nicht mehr damit starten. Läuft eine so deployte ab unbeschränkt? Nein, irgendwann ist das Zertifikat halt eben abgelaufen. Das war zum Beispiel letztens auch bei mir so. Mein Zertifikat ist im Januar mal wieder abgelaufen und schwuppdiwupp, alle Anwendungen, die ich testweise auf meinen schönen kleinen iPod Touch deployed habe, liefen auf einmal nicht mehr. Das heißt, läuft das Abonnement aus, ist auch die Anwendung tot. Kann ich das Abonnement natürlich verlängern, trotzdem ist die Anwendung tot, musste neu Code signiert werden und neu deployed werden. Gut, das war es auch schon soweit mit den Fragen. Dann sind wir soweit durch. Dann danke ich soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Ich will hoffen, alle Fragen soweit beantwortet. Alles prima. Alle Leute noch da. Auch alles prima.
Dann kann ich hier schon mal mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und bis zum nächsten Webinar, wenn es dann heißt, Tipps und Tricks für Android. Da geht es in erster Linie Android-Geräteunterstützung, warum Android viel einfacher beim Deployment ist. Bei Xcode, bei iOS ist das etwas komplizierter, gebe ich ganz offen zu. Aber wenn es einmal läuft, dann ist es halt eben auch recht spaßig. Ich danke Ihnen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Genießen Sie das schöne Wetter. Und vielleicht dann in 2 Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.